Herr Kollege Kindler, weil Sie erneut versuchen, andere, die sagen, wir wollen als Europäer helfen, dann als Anti-Europäer darstellen, weil sie nicht so helfen wollen, wie Sie sich Hilfe vorstellen. Frage ich Sie jetzt einfach mal klar und deutlich, und ich sage das noch mal gerne für meine Fraktion, da kann man auch einfach zuhören. Wir müssen als starkes Land, als jemand, der durch gutes finanzielles Gebaren in den letzten Jahren da ist, müssen wir den schwachen Ländern Europas helfen. Das ist unbestritten und das ist entsprechend unserer großen Stärke auch notwendig. Aber ich frage Sie jetzt, wenn Sie von gemeinschaftlicher Haftung reden, und sagen wir mal, ein Betrag von 1 Milliarde an Haftungsvolumen aussteht, an dem sich Deutschland entsprechend seiner Stärke mit, sagen wir, 30% beteiligt. Sind Sie dann der Meinung, dass ein Gläubiger von Deutschland diese 30% und nur diese 30% verlangen kann? Oder sind Sie der Meinung, dass Deutschland erstmal die gesamte Summe zahlen muss, wenn Europa helfen muss? Das ist der wesentliche Unterschied. Und ich bitte Sie, muss Deutschland dann erstmal alles zahlen oder muss Deutschland entsprechend seiner Stärke verantwortungsvoll in Europa handeln? Erstens, Kollege Fricke, danke für diese Zwischenfrage. Ich wollte noch mal darauf eingehen, auf die Frage der Haftung in Europa. Der Punkt ist, wenn wir über gemeinsame Haftung reden, und das ist die FDP ja sehr wichtig, hat der Kollege Kuhle auch betont, der Kollege Fricke noch mal betont, dann muss man sich die Frage stellen, wie funktioniert eine Währungsunion? Und kann man eine Währungsunion ohne gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik machen und ohne, dass wir gemeinsame Haftungsmechanismen haben? De facto ist es bisher so, dass die EZB dafür eintritt, dass wir eine gemeinsame Haftungsunion haben und die Kohlen aus dem Feuer holt. Das ist die Wahrheit, wenn man über die Verschuldung von Europa redet. Das Zweite zur gemeinsamen Frage. Wenn man das nicht will, dass die EZB immer wieder die Kohlen aus dem Feuer holt, dann muss man eine gemeinsame fiskalische Antwort geben. Und unser Vorschlag ist, solange wir die EU-Verträge haben und solange wir auch die Vorgaben des Grundgesetzes hier im Deutschen Bundestag nicht geändert haben, dass wir einen gemeinsamen großen Recovery Fund auflegen.